Laut einer Statistik, die ich vor Jahren mal gelesen habe, kommt es bei Ehepaaren im Durchschnitt 2,4 Mal pro Woche zu kleineren Streitereien. Fast jede Woche kommt es zu einem offenen Disput und damit zu einem lautstarken Gespräch. Etwa alle 10 Wochen kracht es so richtig in den Ehen. Die Statistik besagt, dass in 68% die Frau mit dem Streit beginnt, aber dafür lenkt sie auch eher ein, nämlich in 61% aller Streitfällen. Ein Streit dauert im Durchschnitt 1 Stunde und 36 Minuten und zieht sich bis zur Versöhnung über 2,5 Tage hin. 27% aller Streitereien finden am Sonntag statt. Damit ist das der Hauptstreittag in der Woche. Vermutlich, weil die meisten Ehepaare da die meiste Zeit zusammen verbringen. Am seltensten wird wohl am Freitag gestritten. Ein Pfiffikus soll sogar herausgefunden haben, dass 80% aller Zänkereien vor dem Essen stattfinden. Ich weiß nicht, wie oft wir uns nach einem Streit gefragt haben, wie hat das eigentlich alles angefangen? Rückblickend stellt man oft fest, dass es zunächst eine Lappalie war, aber nach und nach ist die Situation eskaliert. Und deshalb ist der Rat von Salomo an seinen Sohn, so lesen wir in Sprüche 17, Vers 14, wer den Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Der 78. Tipp fürs Leben aus dem Buch der Sprüche lautet deshalb: Fang nicht wieder an. Salomo sagt: Wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Was für ein plastisches Bild. Als unsere Kinder klein waren, mussten wir als Eltern immer wieder mal Streit schlichten. Wenn wir sie dann zur Rede stellten, hieß es aber oft: Aber der hat angefangen. Einer unserer Jungs war ein Meister darin, die anderen zu provozieren. Besonders wenn er Langeweile hatte. Wenn die anderen friedlich spielten, dann konnte er es nicht lassen, sie dabei zu stören. Manchmal genügte nur eine Bemerkung wie: Was ist denn das für eine blöde Figur, die du da aus Lego gebaut hast? Und schon war ein Streit vom Zaun gebrochen. Leider habe ich in meinen über 25 Jahren als Pastor nicht selten dieselbe Beobachtung bei uns Erwachsenen gemacht. Wir sind so schnell dabei, den anderen mit einer dummen Bemerkung beim Vorbeigehen zu provozieren. Wie siehst du denn heute aus? Oder was hast du denn heute schon wieder an? Manchmal ist es nur ein Blick, der den anderen zur Weißglut bringen kann. Es gibt Situationen, da hat man den Streit nicht gewollt, aber dennoch ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Manchmal wollte man bewusst den anderen kritisieren, weil man glaubt, man hätte das Recht ja dazu. Am Ende spielt es auch keine Rolle, ob man absichtlich oder unbeabsichtigt einen Streit heraufbeschworen hat. Salomo warnt uns davor, anzufangen. Fang nicht wieder an. Jeder Streit wird aus einem sündigen Herzen genährt. Jakobus sagt uns, so lesen wir in Jakobus 4, Vers 1, woher kommen Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Gott hasst Streit und Krieg. Er ist ein Gott der Versöhnung. Er hat den größten Streit zwischen Gott und Menschen besiegt, indem er Jesus für unsere Sünden hat sterben lassen. Deshalb sollten auch wir Christen nie mit Streit anfangen. Jesus sagt sogar zu den Juden: Wenn du unterwegs bist zum Tempel, um Opfer zu bringen, und es fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh erst hin und versöhn dich mit ihm. Einen Menschen, den ich liebe, mit dem streite ich mich nicht. Einen Menschen, den ich achte, den provoziere ich nicht zum Streit. Aber da, wo ich die Achtung vor dem anderen verloren habe, da glaube ich das Recht zu haben, mich mit ihm anzulegen. Dieser Vers sagt nichts darüber aus, dass wir nicht andere kritisieren dürfen. Kritik kann zwar zu Streit führen, aber es ist nicht gleich ein Streit. Kritik kann dem anderen helfen, besser zu werden. Aber Streit ist auf die Auseinandersetzung mit den anderen angelegt. Der, der mit dem Streit anfängt, reißt einen Damm ein. Wir alle haben doch die Bilder vom letzten Juli im Kopf. Was hat eine unglaubliche Kraft? Der Damm muss nur einen kleinen Riss haben und irgendwann bricht er von der Wucht des Wassers. So ist das auch mit jedem kleinen Streit. Eine Bemerkung kann einen Ehekrieg auslösen. Ein kleiner Seitenhieb kann nachbarschaftliches Verhältnis komplett ruinieren. Eine kleine Provokation kann eine Gemeinde spalten. Fang nicht wieder an. Achte darauf, dass du nicht damit anfängst. Wenn du es nicht beabsichtigt hast und es doch zu einem Streit führt, dann leg ihn so schnell wie möglich wieder bei. Vielleicht hast du irgendwo mal einen Satz über Corona losgelassen.
hast eine kritische Bemerkung über eine politische Partei gemacht. Vielleicht war es auch nur eine Randbemerkung über die Musik in der Gemeinde oder die Predigt am Sonntag. Und schon merkst du, wie die Diskussion losgeht. Salomo rät uns, lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Beende die Diskussion, bevor man sich in hitzigen Debatten begibt und am Ende alle Federn gelassen haben. Eine zerstrittene Gesellschaft hat noch nie etwas Positives bewirkt. Eine zerstrittene Gemeinde oder Familie auch nicht. Deshalb befolge den Rat von Salomo und fang nicht wieder an.